So eine DM wäre natürlich auch nicht möglich ohne so ein tolles Team. Wir haben verschiedene Teams und die wollen wir euch mal kurz vorstellen. Und damit fangen wir an mit der Gesamtleitung, die dieses Jahr wie auch letztes Jahr von Finn Petersen, Nikola Franic und Niklas Rickmann zusammen gemacht wird. Wir haben das Schiedsrichterteam. Genau, hier seht ihr nochmal alle Bilder. Und dann kommen wir zum Freizeitteam. Und das Freizeitteam wird dieses Jahr unterstützt. Das haben wir zum ersten Mal durch ein Move-Team. Und das Move-Team sind Torben Najat und Tom. Und deswegen, ihr habt es vielleicht schon gesehen, neben Jesse, unser Maskottchen, was ihr hier zu meiner Linken seht, haben wir auch Movelinho. Und Movelinho hat uns was mitgebracht, und zwar einen Tanz, den wir jetzt, wenn das technisch funktioniert, zusammen tanzen werden. Und ich sehe, da oben ist es Movelinho und Jesse. Ihr dürft gerne mal mit mir auf die Bühne kommen und ihr dürft alle aufstehen und mittanzen. Da hast du einen Plan, planst du zu viel, bin ich spontan und machst du zu, geh ich offen damit um. Fühl ich mal zu hoch, fängst du mich ein, über meinen Schatten springen wir zu zweit. Hätten wir alle aufstehen und mittanzen. So weit kommen. Oh, es kann und die Sonne. Sein, es zu probieren. Und wieder andersrum. Und bei dir weiß ich, und jetzt wird's schwierig. Mit mir. Wer, wenn ich, wir gehen zusammen. Er macht das super. Alle Zeit, was auch passiert, wir beide bleiben. Wir bleiben, sag mir wo. Wenn ich hier, fangen wir an zu begreifen. Lass die kleinsten Moves schon reichen. Lass sie reichen mit dir. Und einmal strecken. Mich ist schwer, nimmst du es leicht. Für dich ist mir kein Weg zu weit. Und steh ich Kopf, drehst du mich wieder um. Und ich fang alles ab, bevor's dich trifft. Bin ich übermütig, bist du vorsichtig. Was sich auch ändert, das ändert nichts an uns. Und wieder die Sonne. Es kann so leicht sein, es zu probieren. Das sah so cool aus. Und bei dir weiß ich, und du musst mit mir. Fair, wenn ich will. Alle Zeit, was auch passiert, wir beide bleiben. Wir bleiben, sag mir wo. Wenn ich hier, fangen wir zu begreifen. Lass die kleinsten Moves schon reichen. Lass sie reichen mit dir. Es kann so leicht sein. Super, habt ihr das gemacht. Klasse, großer Applaus auch für Movelinho und Jesse. Wir machen mit den Teams weiter, und zwar mit dem Öff-Team. Dort dabei dieses Jahr sind Lars, Leo, Paul, Melli, Maurice, Luis und Jonas. Und als nächstes, natürlich auch ganz wichtig, das Technik-Team, dass die DGT-Bretter alle funktionieren. Mit Anke, Björn, Karl, Helmut, Markus und Fabian. Wir haben natürlich auch für die Kleinen, die heute noch nicht so zahlreich da sind, beziehungsweise ihre Eröffnungsfeier schon hatten, das Kika-Team und das U8-Team. Und da dabei sind Friederike, Lukas, Jana und Mika und noch ziemlich viele Helfer, die sonst auch in anderen Teams sind, wie ihr seht zum Beispiel die Herren Nico und Finn. Und als letztes haben wir noch das Verkaufsteam mit Dagmar, Karl und Michael. Nee, wir haben noch mehr Teams, sorry. Wir haben noch zwei kleine Teams, die kann man fast gar nicht als Teams bezeichnen, aber trotzdem sehr, sehr wichtige Personen. Einmal unseren Arzt, das ist der Erik. Unser Infopunkt, das ist der Dominik. Und hier seht ihr unsere Beauftragten für Prävention sexualisierter Gewalt. Falls es in die Richtung Probleme gibt, wendet euch an Friederike Tampe und Lars Hermes, Trigaglio. Hier seht ihr auch nochmal die Telefonnummern. Und jetzt können wir für das ganze DSJ-Team einen großen Applaus geben. Super, dass ihr uns unterstützt. Wir haben auch den wieder Preise zu vergeben, und zwar auch den goldenen Cesso. Und der goldene Cesso ist ja ein Preis, der jedes Jahr vergeben wird in verschiedenen Kategorien und ja, wird entsprechend, weil es unser größter Engagementpreis ist, natürlich hier auf der größten Bühne vergeben. Heute wollen wir 2 von 4 goldenen Cessos ehren. Und wir haben dazu einen ziemlich starken Partner, das ist das Deutsche Jugendherbergswerk. Und von Oliver Hagemann, ist so ein bisschen unser Patron von dem Deutschen Jugendherbergswerk. Und jetzt muss ich mal in die Technik schauen, haben wir dazu ein Grußwort? Ja, wir haben das Grußwort und wir können es einspielen. Super. Dann können wir hier ein kurzes Grußwort von Oliver anschauen.
Freunde der Jugendherbergen in Deutschland, liebe Schachspieler und Schachspielerinnen, ich drücke euch für die nächsten Tage die Daumen. Gutes Gelingen bei der Veranstaltung. So, warum sind die deutschen Jugendherbergen Partner des Goldenen Chessos? Das ist ganz einfach. Die Grundidee ist ja, dass man Menschen ehrt, die ehrenamtlich ihre Zeit und Kraft investieren und viel Zeit vor allen Dingen in die Gemeinschaft legen. Und unser Leitmotiv heißt Gemeinschaft erleben. Und deswegen passt der Goldene Chesso so super auch zu dem Thema der Jugendherbergen. Außerdem steht ihr auch für Völkerverständigung, Respekt und auch Toleranz gegenüber jeder Person und jeder Religion. Und das ist bei uns große Voraussetzung. Und deswegen sind wir gerne euer Partner. Und wenn ich gelesen habe, was da viele der Preisträger geleistet haben, bin ich wirklich sehr beeindruckt. Deswegen habt ihr es alle sehr verdient. Ich drücke euch die Daumen. Schöne Grüße, sagt Oliver Hagemann aus Berlin von den Jugendherbergen. Das Erste, was wir ehren, ist die der Bereich engagierte Jugendliche oder engagierte Jugendlicher. Und da geht es um eine Person, die ein echtes Eigengewächs ist. Die Person hat ist schon in der Grundschule, über eine Grundschule AG zum Verein gekommen, hat ja in vielen Facetten mitgearbeitet im Verein seitdem, sei es nun in der Mannschaftsführung, wo sie nicht nur Kapitän bei Spieltagen ist, sondern eben auch bei der Orga schon in frühen Jahren mitgeholfen hat und dafür gesorgt hat, dass eben so eine Mannschaft antreten kann. Und was speziell interessant ist, ich habe mir sagen lassen, deutlich besser als viele alteingesessene Leute dort und es entsprechend geschafft hat, das Ganze eben auf ein neues Level zu hieven. Gleichzeitig natürlich mit Trainingstätigkeiten, sei es beim Sommerferienkurs, sei es als Grundschultrainer, ehrenamtlich als Jugendsprecher und im Jugendvorstand. Und was mir zugetragen wurde, ist, dass der Fall zeigt, dass Spielstärke eben und Erfolge eben nicht alles sind, sondern Engagement mit Wertschätzung, Respekt und Hingabe. Und das soll jetzt nicht als Schott gedacht sein, sondern im Gegenteil, als großes Lob dafür, was du machst. Denn du hast dich entschieden, ja, dagegen mit deiner Familie in den Urlaub zu fahren und hast dich dafür entschieden, auf 3 Patente hier auf der Deutschen Meisterschaft zu gehen, ohne tatsächlich selber mitzuspielen. Und das finde ich ziemlich crazy, das finden wir ziemlich crazy. Und deswegen wollen wir dich für dein Engagement heute ehren. Leander Neher von den Karlsruher Schachfreunden. Ja, komm gerne hoch zu uns, Leander. Das entweder hochspringen oder die Treppe benutzen. Dein Applaus. Herzlichen Glückwunsch. Und wir haben natürlich noch einen zweiten Preis. Und ich muss ehrlich sagen, die Person, die wir jetzt auch noch auszeichnen, ist eigentlich eine Person, auf die viele Beschreibungen von gerade auch passen würden. Das ist ein echter Allrounder. Wir reden über den Bereich Mädchenschach, aber es ist ein echter Allrounder, der nicht nur im Mädchenschach organisiert, sondern sich um Jugendfahrten kümmert, um Jugendveranstaltungen, um Schulschachturniere, um die Betreuung von Schulschachturnieren. Die Person, die Kindertraining im Verein anbietet, die aber eben über das Ganze hinaus auch einen besonderen Fokus auf das Mädchenschach legt. Ich habe mir sagen lassen, sie arbeitet sehr eng mit der Mädchenschachbeauftragten im Verein zusammen und ja, organisiert nicht nur ein ambitioniertes Frauen- und Mädchenschachturnier mit, sondern veranstaltet eben nebenbei auch noch Trainings für diejenigen, die vielleicht noch nicht bereit sind für so eine Turnierform und setzt sich eben dafür ein, dass alle Personen teilnehmen können, insbesondere im Mädchenbereich. Und ja, neben diesem herausragenden Engagement im Jugendbereich und im Mädchenschach in jungen Jahren ist die Person hier auch noch aktiv als Spielerin in der U18W. Und deswegen möchte ich bitte auf die Bühne bitten für den Goldenen Chesso die Jugendspielleiterin des SK Leerte, Finja Stelter. Yeah, gravity held me tight. But with you I can let go. Du lass einmal in die Mitte. I know when I'm hollow, you take it all away and feel the empty.
danke dir, Finja, für dein tolles Engagement und bleib so, wie du bist. Genau. Wir haben noch zwei weitere goldene Chessos, die werden allerdings erst im Laufe der DEM bekannt gegeben. Das heißt, so können wir weitermachen mit der, man könnte sagen, schachlichen Königsdisziplin, denn jetzt reden wir über die Spielerinnen und Spieler des Jahres. Absolut, die Spielerinnen und Spieler des Jahres. Es gab ja eine Online-Abstimmung, wo ihr alle abstimmen konntet. Wir fangen an mit der Überraschung des Jahres weiblich. Vier Personen, ihr wart alle großartig letztes Jahr. Die Online-Abstimmung hat ergeben Platz 1 vom TSG Oberschönweide, Veronika Lorenz. Genau, wir haben natürlich auch die Überraschung des Jahres männlich. Dort waren vier Spieler nominiert. Magnus Ermitsch, der bei der U14-WM Silber von sechsten Platz 33 erreicht hat. Wir haben Mansur Mukajanov, der das erste saarländische DEM-Treppchen seit 7 Jahren erreicht hat. Wir haben Ivan Sidletski, der die DEM U16 letztes Jahr absolut dominiert hat. Und wir haben Emil Frederik Schuricht, der auch bei der DEM U14 Bronze von sechsten Platz 16 erreicht hat. Entsprechend 4 beeindruckende Leistungen und natürlich auch einen Sieger. Und der kommt in diesem Jahr vom SK Doppelbauer Kiel und heißt Magnus Ermitsch. Spielerin des Jahres U16 weiblich. Wir haben einmal Paula Cecchini, DEM U12W, auch sehr stark gespielt, dominiert. Wir haben Lilian Schirmbeck. Sie hat Silber bei der U10 weiblich der Europameisterschaft gewonnen. Jaroslava Sereda hat Bronze in der U16 weiblich gewonnen und war sehr gut mit der Mannschaft. Und Tamila Trunz war in den nationalen Mannschaftswettbewerben unschlagbar. Und gewonnen von den 4 hat vom Schachclub Halle Lilian Schirmbeck. Wir haben natürlich auch noch die U16 männlich. Dort hatten wir 4 Kandidaten dabei. Wir hatten Alfred Nemitz, der Bronze bei der U12-EM gewonnen hat. Wir haben Leonardo Costa dabei, der Bronze bei der U16-WM gewonnen hat. Wir haben Christian Glöckler dabei, der Deutscher Meister in der U12 geworden ist und das beeindruckend. Und wir haben den frischen IM Marius Deuer dabei gehabt. Also 4 starke Kandidaten. Sieger der Abstimmung am Ende vom Wiesbadener SV, Christian Glöckler. Hallo Leute, liebe Grüße an das Team Thüringen. Ich wünsche euch viel, viel Erfolg bei der Deutschen Meisterschaft in Schach. Ich finde es saugeil, dass zusammen der Einlaufsong ist. Ich drücke euch die Daumen. Und wie Udo sagen würde, ihr denkt vor, andere denken nach. Euer Klüsen, viel Erfolg. Und zwar werden wir gleich den großen Fahneneinlauf der Länder haben. Ihr kennt das, wir gehen nach Alphabet. Und wir fangen an mit dem ersten Landesverband. Genau, und der erste Landesverband, wie immer, startet die Schachjugend Baden. Und Donner, sozusagen ohne Punkt und Komma. Ja, wir sind durch mit allen Bundesländern. Bleibt bitte noch mal kurz auf der Bühne. Wir wollen noch mal eine offizielle Eröffnung machen von unserem Vorsitzenden der Deutschen Schachjugend. Und zwar von Niklas Rickmann. Bitte komm kurz auf die Bühne. Du darfst. Ja, vielen Dank. Guten Abend erstmal in die Runde. Ganz herzlichen Dank an unsere beiden Moderatoren, die uns wieder sehr professionell durch den heutigen Abend geführt haben. Das ist euer Applaus. Vielen Dank an Yannick und an Birger. Ja, und dann bleibt nur noch eins. Hiermit ist die Deutsche Meisterschaft 2024 offiziell eröffnet. Den König zu erwischen, das ist unser Ziel schon seit langer Zeit.